willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Pflanzen gegen Zombies überleben endlos mit euren Pflanzen. Und wahrscheinlich ist das der letzte Versuch mit den Pflanzen, die wir das letzte Mal ergattern konnten. Oh, und wir haben wenigstens noch ein paar Münzen übrig, um nochmal den Baum der Weisheit loszuschicken. Nein, nein, du kriegst diesmal keine Schokolade. Du bist immer so langsam. Und da belohne ich dich doch nicht noch mit Schokolade. Na hä? Die Pflanze, die da unten sitzt, die haben wir doch da oben. Kann ich doch das Exemplar da oben dann verkaufen? Jetzt bin ich stark verwundert über meiner selbst, wieso ich das nicht das letzte Mal korrigiert hatte. Oh Mann, ey. So eine lahme Schnecke, ey. Er kommt doch auf die blöde Idee, ausgerechnet eine Schnecke in seinem Garten die Münzen aufsammeln zu lassen. Also in Wirklichkeit lasse ich eine Schnecke nicht mal 200 Meter in meinen Garten ran. Diese Kaputtmacher-Viecher. Alles zerstören sie einen. Oder möchte jemand Dünger haben? Ja, die Pflanze. Stimmt, wir haben ja das letzte Mal den Yeti-Zombie besiegt. Also das heißt besiegt, erledigt und dadurch ein paar Punkte bekommen. Das war schön. Das hat's vollgebracht. Wachse, meine kleine, wachse. So schöne Musikliebhaber hier. Ich weiß gar nicht, ob die Münzen hier verschwinden. Ich habe noch nie so lange gewartet. Was ich noch häufiger schon gemacht habe, ist mit so vielen Münzen dann mal in den Dingsgarten, in den Laden gehen. Das ist nämlich äußerst blöd. Und hier kann ich nochmal schnell drüber gehen. Na, da hat sich doch einiges an Münzen noch ergeben. Und wir machen weiter. Ja, weiter. Da habe ich doch gar keine Chance. Also wir nehmen die mal mit. Die sind auch nicht schlecht. Die nehmen wir mal mit. Obwohl ich bezweifle, dass wir die brauchen werden. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und auch diese. Diese könnten wir vielleicht gebrauchen. Ich verzichte ganz bewusst mal auf die Pusteblumen. Die Stinkpilze. Weil ich wahrscheinlich gar keine Chance habe, sonst zu überleben. Haben wir irgendwelche Buddelzombies? Nein, aber die Leiterzombies. Ach, das wird schon gewaltig schief gehen. Schnell erstmal noch hier weitere Verteidigungslinien aufbauen. Oh Mann. Jetzt muss ich aber schleunigst heranklotzen, um die blöden Zombies hier zu besiegen. Ich muss leider Gottes vom vorgegebenen Weg etwas abweichen, weil wir sonst wahrscheinlich gar nicht mehr weiterkommen. Na toll, da haben wir noch eine Pflanze sitzen, die uns momentan überhaupt nichts bringt. Weil sie schläft. Auf dahin mit ihr. Aber das tun wir geschickt gehen, indem wir noch eine andere Pflanze hinbauen. Ja, sehr schön. Wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Zombies sich die Füße wund laufen. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Wenn wir vielleicht noch eine Sekunde länger warten sollen, dann hätte das mehr Sinn gehabt. Das Gute ist, die Tanzzombies reiben sich hier ganz schön die Füße auf.
müssen ganz schnell was tun. Jalapeno oder sowas setzen wäre nicht schlecht. Oh, das sieht bis jetzt ziemlich böse aus. Ach, was soll's. Ich brauch's ja eh. Muss dafür sorgen, dass die sich noch mehr die Hacken kaputt laufen. Noch mehr. Die Eimer-Zombies kommen mir einfach immer noch zu weit in den äußeren beiden Bereichen. Wenigstens hauen die Tanz-Zombies sich jetzt mal ordentlich Löcher in die Füße. Es müsste gleich die erste Welle kommen, also die erste in diesem Kapitel. Nein, in dieser Folge. Kapitel klingt so falsch. Ich muss da oben unbedingt mein Dings verbessern. Nein, ganz oben kommt jetzt auch noch ein Leiter-Zombie. Boah, Kinder. Die im Wasser sind ganz schön aggressiv. Da habe ich echt mies gebaut. Ich habe ganz vergessen, im Wasser eine Verteidigungslinie zu bauen. Fällt mir so gerade so auf. Komm, wenigstens noch diese Welle überleben. Nur diese eine noch. Und verloren. Das schaffe ich nicht mehr. Definitiv nicht mehr. Also noch eine Welle geht gar nicht. Auf keinen Fall. No. Also meins klang wesentlich realistischer und schöner. Du hast 15 Flangen lang überlebt. Dann kam das grausame Zombie-Ende. Ach, ein neuer Rekord. Ein wunderschöner Rekord. 15 klingt wunderbar. Nur 16 hätte noch viel besser geklungen. Naja. Bevor wir uns dem nächsten Versuch widmen, schauen wir aber noch schnell mal im Laden vorbei. Und kaufen uns... Wo haben wir es denn hier? Diesen Dünger. Nein, jetzt habe ich mich verklickt. Weiß gar nicht, wie viel ich davon kaufen kann. Den Rest heben wir mal auf, sicherheitshalber, für andere Pflanzen. Die gießen wir gerade nochmal. Wir sind ja geldgeil. Klar. Sind wir alle auf YouTube. Und... Och Mann, das ist eine Schnapszahl. Da hätte er wenigstens mal was sagen können. Wird wahrscheinlich noch ewig dauern. Vielleicht sagt er bei 75 oder sowas. Was? Ich befürchte, der sagt erst bei 100 wieder was. Ja, bla bla. Wir überbrücken die Zeit weiterhin mit Überleben endlos. Aber nicht mehr in dieser Folge. Das war's mit dem... was weiß ich, wie viel Versuch. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge zu einem neuen Versuch mit neuen Pflanzen. Bis dahin. Tschüss.